draußen ist ziemlich wenig los. So ein Tag, den der Regen zog. Eine fährt mit dem Rad noch zum Rewe los und ich tippe mal so Richtung Tee und Toast. Einer an der Ecke schaut hinab, einer geht mit dem Hund rum und raucht sich nass. Hier und da rackert ein Auto sich ab und einer hat den Fernseher ein bisschen lauter gemacht. Und auch ich merke in mittlerer Lage, dass ich heute von diesem Tag wohl nichts mehr erwarte. Erhitze die Gerade und klick mich mitten ins Schwarze. Was geht heute ab? Pizza und Arte. All die schönen französischen Streifen. Oder da und hier skandinavisch. Melancholische, tröstliche Reisen. Und teilweise passiert da fast gar nichts, wie das Bild auf der Landschaft ruht. Und ich merk, das tut gerade ganz schön gut, was die Schauspielerin, die ich nicht kannte, tut. Und noch ein Pizzastück hat meine Hand gesucht. Marius und Jeanette, eine Liebe in Marseille. Und diese eine Doku, ein sehr kritisches Porträt. So viele Reime auf Netflix, dass ich keine mehr habe. Ich glaube, deutscher Rap braucht mehr Reime auf Arte. Ich mein genau, ich hab ja auch so ein Abo. Ich auch. Also meine Frau von dem Streamingdienst, der keine Reime braucht. Und manchmal, da denk ich mir da einfach, wow. Das ist schon sehr gute Arbeit. Oft denk ich dann, dass die Erde USA heißt. Aber ja, das haben sie gut gemacht. Und ich glaub, das war eine super 8. Ja, die Kamera und dieser Regisseur, das ist ja spannender als der mieseste Voyeur. Und von der Serie hab ich in einem Video gehört. Und die Lieder, die da laufen, die beziehen sich auf all die grellen Wellentanz, all die popkulturellen Relevanz. Da ist schon richtig was los. Aber heute bleib ich artig mit dem Kissen im Schoß. Vielleicht bin ich krass und gehe für Chips nochmal los, während sich die Stadt träge von Geschichten erholt.